Wir haben in diesem Jahr den 200. Geburtstag von Karl Marx begangen. Er wurde stark beachtet, aber natürlich kontrovers diskutiert. Weltnetz TV freut sich heute, Thomas Kuschinski begrüßen zu können, einen ausgewiesenen Marx-Kenner. Herr Kuschinski, was ist denn das Wichtigste, was jeder heute doch von Marx wissen sollte und eben auch in Betracht ziehen sollte? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich würde sagen, das Wichtigste an Marx ist die Verbindung von Wissenschaft und Revolution. Das eine ist ohne das andere bei ihm nicht zu denken. Aber ich weiß, viele fürchten die Revolution wie der Teufel das Weihwasser. Ich nicht. Naja, und was ist für Sie Revolution oder auch für Marx, im Gefolge von Marx? Es ist ja seitdem viel Zeit verstrichen und sicher kann die Revolution heute nicht so vonstatten gehen wie damals, obwohl der Inhalt noch derselbe wäre. Wie muss man sie vorbereiten, wie muss man sie denken, wenn man keine Angst davor hat, wie Sie? Also eine Revolution ist nicht vorzubereiten. Eine Revolution kommt immer aus mehr oder minder unheiterem Himmel. Beste Beispiel für mich ist eine Rede von Lenin an die Schweizer Arbeiterjugend im Januar 1917 gehalten, wo er zum Schluss etwas melancholisch sagt: Nun ja, ob wir Alten, er war damals 45, ob wir Alten noch die Revolution erleben, das sei dahingestellt. Ein Monat später war die Februarrevolution in Russland, 9 Monate später die Oktoberrevolution. Wenn wir das berühmteste Revolutionsmanifest nehmen, also das kommunistische Manifest, da steht drin, das Hauptaugenmerk richten wir auf Deutschland. Wo bricht die Revolution aus? In Frankreich. Ja, also insofern, man muss immer für die Revolution arbeiten, aber wann sie geschieht und unter welchen Auspizien, das vermag niemand vorauszusagen. Die Aufgabe der Revolution, das hat Marx eigentlich schon 1844 sehr schön formuliert. Alle Verhältnisse umwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes, verächtliches und so weiter Wesen ist. Ja, das ist, ob das dann gelingt, ob es glückt, das ist eine ganz andere Frage. Das vermag niemand vorauszusagen. Da kann ich nur den alten Lichtenberg zitieren. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber ich weiß, es muss anders werden, damit es besser wird. Das ist die Aufgabe der Revolution. Naja, gut, das... Nicht sehr befriedigend, wie nicht ich höre. Sehr befriedigend, ja. Ja, ja, ich meine, natürlich kann man sie nicht vorhersagen, aber im Vergleich eben zum 19. Jahrhundert oder eben auch zur Zeit Lenins, wenn man die Oktoberrevolution in Betracht zieht, ist es doch sehr viel schwieriger geworden, Menschen zu aktivieren und dann eben auch tatsächlich technisch den Staat umzuwerfen und zu erobern. Die Staaten sind ja heute viel intensiver gerüstet und viel besser gerüstet gegen solche Attacken. Also was die Mobilisierung der Menschen angeht, das ist zwar leider auch schief gegangen, aber ich erinnere bitteschön an den arabischen Frühling. Ja, das ging hervorragend per Internet.
dass dann nichts draus geworden ist. Jedenfalls nicht das, was die Revolutionäre oder die Rebellion, wie das ja heißt, Arabellion, vorhatten. Das steht auf einem anderen Blatt. Übrigens eine Weisheit, die man schon bei Engels 1885 nachlesen kann, in einem Brief an die russische Revolutionärin Vera Sasulitsch. Der hat er geschrieben: Diejenigen, die sich eingebildet haben, eine Revolution gemacht zu haben, haben am nächsten Tag festgestellt, dass es etwas ganz anderes geworden ist, als sie sich gedacht haben. Und dann hatte er, das hat er leider dann im Entwurf gestrichen, er hatte noch in Klammern dazu gesetzt, vielleicht wird es uns genauso gehen. Klammer zu. Ja, und das ist, also wer ein bisschen Verantwortungsgefühl hat, der muss schon dazu setzen, dass Revolution ein gewagtes Unternehmen ist, mit sehr ungewissem Ausgang. Ja, also ich kann jedenfalls keine Heilsversprechen abgeben. Ja, das ist gut. Wobei das ja oft in Marx noch hineininterpretiert wird, also Absterben des Staates und Friede, ja, Freude, Eierkuchen. Ja. Ich meine, also erstens hat Marx, was ja bei einem Wissenschaftler nicht ganz ungewöhnlich ist, gewisse Lernprozesse hinter sich gebracht. Und natürlich hat er 1844 geschrieben, der Kommunismus ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte. Ja, war nicht ganz so. Hat er sicherlich auch 30 Jahre später nicht so gedacht. Das ist das eine. Und das andere ist, man braucht sicherlich für das Vorantreiben der Revolution einen gewissen historischen Überschuss. Das heißt, man muss die Ziele weiterlegen, als sie erreichbar sind. Ja, das ist so wie die Jakobiner in der Französischen Revolution eben über das Ziel hinausgeschossen sind, wie man das im Deutschen sagt. Ja. Und auch die Oktoberrevolution hat ja zunächst mal sich ziemlich utopische Ziele gesetzt gehabt, zum Teil jedenfalls, die man dann nicht einlösen konnte. Ne? Ja, wobei das ist natürlich eine außerordentlich schwer zu beantwortende Frage. Zunächst einmal hat sie sich ja Ziele gesetzt unter der Maßgabe, dass Russland den Anstoß gibt zu einer Weltrevolution. Eine These, die Lenin bis zu seinem Lebensende verfochten hat. Er hat also seine letzte Arbeit über mit dem Titel Lieber weniger, aber besser. Da schreibt er auch: Wenn wir durchhalten bis zu dem Zeitpunkt, wo die Revolution im Westen beginnt. Dieses Wenn, das stand immer hinter der Oktoberrevolution. Und insofern weiß ich auch nicht, ob man das so mit dem Begriff utopisch gut charakterisiert. Man kann es natürlich sehr brutal formulieren und sagen, er hat sich verkalkuliert. Die Revolution im Westen blieb aus. An wem es nun lag,
dass die Revolution im Osten, im Westen ausgeblieben ist. Das ist eine ganz andere Frage. Rosa Luxemburg hat 7 Tage nach Ausbruch der Oktoberrevolution, also am 24. November 1917, an ihre Freundin Luise Kautsky geschrieben. Natürlich werden sie scheitern, aber aus einem einzigen Grunde, weil die Sozialdemokraten so hundsjämmerliche Feiglinge sind, dass sie die Bolschewiki verfluten lassen, ja, im Hexensabbat. Das heißt also, Rosa Luxemburg hatte da eine sehr traurige und sehr realistische Vermutung. Ja, und insofern ist das, ich kann nicht davon ausgehen, dass es eine Utopie gewesen ist, im November 1917, dass die Revolution im Westen stattfindet. Mhm. Ja, es ist eine enttäuschte Hoffnung, das ist sicherlich das Mindeste, was man sagen muss, aber eine Utopie weiß ich nicht. Also, also man konnte das nicht absehen, wie die Folgen waren, jedenfalls wahrscheinlich von Russland aus auch nicht. Ne? Wie gesagt, Rosa Luxemburg scheint relativ schnell eine realistische Einschätzung gehabt zu haben. Ja, ja, wobei, ich meine, Lenin war ja die wenigste Zeit in Russland gewesen. Ja. Der war ja die ganze Zeit in Westeuropa, der kannte ja seine Pappenheimer. Nicht? Und kannte natürlich auch die Haltung der Sozialdemokratie. Ja, natürlich. Ja. Ich meine, er hat ja schließlich die ganze Zeit seit 1905 praktisch in Westeuropa gelebt. Also wenn wir jetzt mal Krakau als Teil Österreich-Ungarns mit dazu rechnen. Also insofern eine Unkenntnis der westeuropäischen Sozialdemokratie, die kann man ihm sicherlich nicht unterstellen. Mhm. Nicht? Aber naja, das Kriegsende hat natürlich zu dieser Hoffnung auch inspiriert, nicht? Weil die Kriegsmüdigkeit der, also ganz Europas, aber bis hin nach Asien hin, war ja so groß, dass immerhin 5 Kaiserreiche zusammengebrochen sind. Das vergisst man immer, nicht? Das Ergebnis war ein anderes von diesem letztlich doch revolutionären Prozess, als man sich erhofft hat, aber es war doch sehr groß. Ja, na sicherlich. Ich meine, das Osmanische Reich ging kaputt, das Deutsche Reich, also das Kaiserreich, Österreich-Ungarn, also insofern. Und das Chinesische? Das war vorher schon, das war ja 1911. Ja, war schon vorher, war aber auch weg und Russland eben auch noch. Ja, ne? Natürlich, ja. Also das war schon ein Zeitenumbruch. Nicht? Ja, aber das mit, in jedem Falle. Ne? Und ich bin auch immer dafür, die Weimarer Republik nicht nur von ihrem schrecklichen Anfang, der ja dann, also ja, dass die Sozialdemokratie dann praktisch die revolutionären Kräfte auf brutalste Weise massakriert hat und auch nicht nur von seinem schrecklichen Ende her sehen darf, was eben dann Beginn der Hitler-Diktatur war. Es hat auch Spuren sozusagen des revolutionären Elans in der Weimarer Republik gegeben, sowohl institutionell als auch, naja, kulturell und von der politischen Entwicklung der Arbeiterbewegung her. Ne? Ich finde nicht, dass man die Weimarer Republik nur negativ sehen darf. Ganz gewiss nicht. Wobei man sehr leicht in die Versuchung kommt, insbesondere mit dem Hinblick auf den Anfang und das Ende,
von den sogenannten goldenen 20er Jahren zu reden. So golden waren die andererseits auch nicht. Nee, die waren nicht golden für die meisten Menschen. Aber es gab doch ein neues Denken, ein neuer Aufbruch und ein neues Selbstbewusstsein trotz allem. Ja, natürlich. Ich meine, auch wenn ich an die Frauenbewegung denke. Zum Beispiel. Ja. Nicht? Also, da ist ja ein Rückschlag nach 33 passiert. Mhm. Ja, von dem haben die westdeutsche Frauenbewegung hat da angefangen wieder in den 60er Jahren. Mhm. Nicht? Ich meine, in der DDR war es umgekehrt. Da gab es zuerst eine ganze Anzahl sehr wichtiger Frauen. Mhm. Und die Zahl wurde immer geringer, leider. Ja. Naja, also wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass in der Weimarer Republik auch doch Institutionen von der Sozialdemokratie durchgesetzt wurden, die es eben vorher nicht gab und die Hitler auch wieder abgeschafft hat. Also Arbeitslosenversicherung hat es ja gegeben, wenngleich das dann auch wieder abgebaut wurde. Es gab Jugendhilfe, Organisationen, die ganz wichtig waren, während Hitler wieder auf Bestrafung setzte, ja. Dann gab es eben diese ganze Frauenbewegung, die auch bis in die Arbeiterbewegung hineinging oder vielleicht sogar von der Arbeiterbewegung ausging. Es hat viele wichtige Dinge gegeben. Ich möchte aber doch nochmal wieder auf Marx kommen. Ja. Und jetzt meine zweite Marx betreffende Frage ist, was ist eigentlich so das Falscheste, was man Marx gemeinhin unterschiebt? Boah, da sind derart viele Blödsinnigkeiten im Umlauf gewesen. Also was davon das Falscheste gewesen ist, weiß ich nicht. Ich finde es auch viel interessanter, über das Richtige nachzudenken. Na gut. Nicht, also... Naja, er wird natürlich immer als der große Feind der bürgerlichen Gesellschaft dargestellt. Und ja, das war er. Also er war, das ist ja auch das Elend der heutigen Linken, er hatte nie ein Programm zur Verbesserung des Kapitalismus. Hm. Er wollte den Kapitalismus abgeschafft haben. Ja, ja, also insofern, Entschuldigung, nein, aber ich meine, also ob man nun Künzli nimmt, der ihn als Psychopathen betrachtet, das ist so nicht. Also insofern, es gibt, glaube ich, keine Unwahrheit, die über ihn nicht geäußert worden ist. Naja, also wie gesagt, für manche gilt er ja als Zerstörer der Zivilisation, nicht? Also das meinte ich auch, Zerstörer der bürgerlichen Gesellschaft, Zerstörer der Zivilisation. Dass er sich sozusagen den Übergang zum Sozialismus wahrscheinlich auch schneller vorgestellt hat, als das dann passiert ist, ist eine ganz andere Frage. Das ist eine Frage des historischen Horizonts, den er ja gar nicht anders haben konnte, weil das zu seiner Zeit natürlich dann irgendwie immer schon in weite Ferne rückte. Ja, was aber jetzt an Ihnen sehr interessant ist, Sie haben gerade eine sehr wichtige wissenschaftliche Arbeit vorgelegt, und zwar Sie haben eine neue Fassung, muss man sagen, des ersten Bandes des Kapitals vorgelegt, die Marx selber noch gefordert hatte. Er hatte das ja nicht selber nicht mehr realisieren können. Fassen Sie doch bitte kurz mal zusammen, was hat Sie veranlasst und was ist das wesentlich Neue und Wichtige an dieser Neuausgabe? Also Marx hatte natürlich vor, den ersten Band, wenn er dann den zweiten fertiggestellt hat, der zweite Band sollte ja
das umfasst, was heute Band 2 und 3 ausmacht. Wenn er den fertig hat, dann wollte er Band 1 so umarbeiten, wie es ihm damals, das war also 1881, Dezember 1881, vorschwebte. So, das hatte er damals seinem Freund Danielson nach St. Petersburg geschrieben. Und er hatte auch sowohl mit Danielson, der russische Übersetzer von Band 1 des Kapitals war, als auch mit seinem Freund Friedrich Adolf Sorge in den USA, der eine englische Übersetzung veranlassen wollte. Er hatte beiden in unterschiedlicher Weise geschrieben, dass bei der Übersetzung immer die zweite deutsche Ausgabe und die französische Ausgabe miteinander verglichen werden sollten, weil er in der französischen Ausgabe vieles Neue hinzugesetzt und vieles besser dargestellt habe. Wahrscheinlich wäre dann, wenn er dazu gekommen wäre, die dritte Ausgabe zu machen, nach dem, was er sich vorstellte, wieder etwas anderes herausgekommen. Das weiß man, wenn man seine Notizen zur Verbesserung der Erstausgabe mit dem vergleicht, was er tatsächlich dann gemacht hat. Da liegen Welten zwischen. Ja, genauso wäre das wahrscheinlich bei der dritten Ausgabe geworden. Aber das ist Spekulation. Man kann sich nur an das halten, was er selber fixiert hat, und das war also der Vergleich. Und diesen Vergleich habe ich gemacht. Ich war nicht der Erste, der diese Idee hatte. Erstens hatte schon Karl Kautsky in seiner Volksausgabe von 1914 einiges aus der französischen Ausgabe zugesetzt, was Engels übersehen hatte oder nicht aufgenommen hatte, das sei dahingestellt. Und dann gab es das Projekt eines solchen Vergleichs im Moskauer Marx-Engels-Institut 1930-31. Der Vergleich selber ist sogar durchgeführt worden für alle Ausgaben, liegt auch als Manuskript dort. Aber die eigentliche Arbeit, das, was aus dem Vergleich resultiert, wie man nun die Ausgabe gestaltet, nicht? Das lag alles nicht vor. Es gab das Projekt, eine solche Volksausgabe zu machen. Die ist dann leider mit der Schließung des Instituts und der Verhaftung von Rjasanow, dem Institutsdirektor, ist das alles im Archiv verschwunden. Gott sei Dank hat es überlebt im Archiv. Aber das ist sozusagen, das war für mich, als diese Arbeitsnotizen von zwei Mitarbeitern aus dem Marx-Engels-Institut 1997 dann veröffentlicht wurden, aus dem Archiv. Das war da für mich ein ganz wesentlicher Anstoß, diese Ausgabe in Angriff zu nehmen. Wobei ich natürlich, wie bei allen solchen Projekten, ist das eine, man hat eine gewisse Vorstellung über den Zeithorizont und dann stellt sich raus, ja nein, das erfordert ja noch ganz anderes, nicht? Insofern hat es halt so lange gedauert, wie es gedauert hat. Mhm. Wie gesagt, das Entscheidende ist nach meinem Dafürhalten die Darstellung, die Logik der Darstellung innerhalb der Kapitel.
Und ich nehme an, das hängt damit zusammen, führe ich auch aus, dass, also Marx hat sich ja zunächst mal über die ihm zugelieferte französische Übersetzung in seinen Privatbriefen immer beschwert. Das sei ja grässlich und es wäre ja einfacher gewesen, er hätte es selber übersetzt und so weiter und so weiter. Nicht? Aber das, was er wahrscheinlich gar nicht zunächst einmal wahrnehmen konnte, ist, dass natürlich, indem er ihm ein derart verfremdeter Text vorlag, der minutiös das wiedergab, was er auf Deutsch geschrieben hatte, da wurde ihm dann klar, nee, so geht es aber nicht. Ja? Und das wäre ihm wahrscheinlich beim nochmaligen Wiederlesen der deutschen Ausgabe nie aufgefallen. Ja? Und insofern sind da also eine ganze Anzahl Umstellungen drin, die außerordentlich interessant sind, insbesondere im Schlussteil, also im siebten und im bei mir achten Abschnitt, also über Akkumulation. Da zeigen sich, aber also es fängt im Grunde mit Satz 1 an. Mit Satz 1 deshalb, weil es gibt ja auch die Handexemplare mit seinen eigenhändigen Korrekturen, nicht? Und die fangen eben tatsächlich mit Satz 1 an, also von Kapitel 1. Ja, dann kommt natürlich hinzu, dass ich versucht habe, eine sogenannte lesefreundliche Ausgabe zu machen. Das heißt also, man muss sich nicht durch mehrere Anhänge durcharbeiten, um irgendwas aufgeklärt zu wissen, sondern die Anmerkungen, die Erläuterungen des Herausgebers finden sich am Fuße der Seite. Sodass also diese ewige Rumblätterei, ich rede nicht von der Mega mit ihren 6 Apparaten, ja, das ist noch was anderes. Das ist ja eine wissenschaftliche Ausgabe, das ist eine Textausgabe. Und eine Textausgabe hat etwas mehr Freiheit als eine historisch-kritische Ausgabe, die ja nur das bringen kann, was vom Verfasser selbst autorisiert ist. Nicht? Und insofern ist das natürlich was anderes. Aber können Sie uns noch verraten, was also im letzten Kapitel hier das Besondere oder Neue ist? Also ich möchte lieber auf das Vorwort kommen, aus dem einfachen Grunde. Da wird es ganz deutlich. Er schreibt im Vorwort zur deutschen Ausgabe, das hat er auch in der zweiten Ausgabe so gelassen, dass das weiterentwickelte Land sozusagen das Modell abgibt für die Länder, die nachfolgen. Und in der französischen Ausgabe fügt er aber etwas ein. Da schreibt er dann, die ihm auf der industriellen Stufenleiter nachfolgen. So, scheint eine sehr unbedeutende Änderung zu sein, solange man sich nicht fragt, ja, und was passiert, wenn sie nicht auf der industriellen Stufenleiter nachfolgen, dann ist kein Modell. Ja, genau das hat er 10 Jahre später geschrieben mit Engels zusammen im Vorwort zur russischen Ausgabe, russischen Übersetzung des Kommunistischen Manifests. Da warfen die beiden die Frage auf, ja, und was
Ob denn nun die russische Obschina, also die Gemeinde, so umstandslos den Ausgangspunkt für ein kommunistisches Gemeineigentum abgeben könnte. Mhm. Da schreiben sie, ja, wenn die russische Revolution das Signal ist für die Revolution im Westen. Und dasselbe schreibt Marx ausführlicher an Vera Sasulitsch, die schon mal genannte, als Briefpartnerin von Engels, schreibt der Marx 1881 mit ausdrücklichem Verweis auf die Darstellung der ursprünglichen Akkumulation, wie sie in der französischen Ausgabe gegeben ist, wo sie sehr viel differenzierter ist als in der deutschen Ausgabe. Und wo er eben auch schreibt, wenn dass das russische Gemeineigentum, die Mir oder die Obschina, wie man es auch formulieren will, zu einem Ausgangspunkt werden kann für das kommunistische Gemeineigentum. Das ist etwas, was in der russischen Sozialdemokratie schon 10 Jahre später völlig obsolet war. Sowohl bei Plechanow als auch bei Lenin findet sich nichts mehr davon. Da ist die Entwicklung des Kapitalismus in Russland und das Gemeineigentum ist zerstört. Und das Merkwürdige ist, die Sozialrevolutionäre, die ja durchaus nicht immer einer Meinung waren mit Lenin, wie bekannt, genau die verlangten, dass das Gemeineigentum an die kleinen Bauern gegeben wird. Und Lenin hat das, wenn man das genau liest, seine Rede zum Dekret über das Land und Boden, Grund und Boden, hat es mit einem etwas unguten Gefühl verabschiedet. Genau dieses Dekret. Mit dem Bemerken, nun, wir werden sehen. Ja, das heißt, es war nach meinem Dafürhalten ihm völlig klar, irgendwann muss zum Gemeineigentum übergegangen werden. Dass das dann auf diese furchtbare Weise geschehen ist, wie in der Kollektivierung 1929 folgende, ja, das hatte er natürlich überhaupt nicht im Kopf, klar. Aber es ist außerordentlich interessant, dass er im Grunde ein sehr distanziertes Verhältnis genau zu diesem Dekret gehabt hat. Obwohl es das zweite Dekret war, was von seiner Regierung verabschiedet worden ist, nach dem Dekret über den Frieden. Ein sehr wichtiges Dekret. Aber er war sehr, also ich würde nicht sagen, sehr skeptisch. Er war natürlich optimistisch, dass man das reparieren wird und dass die Bauern begreifen werden, in welche Richtung es zu gehen hat. Ja. Aber das wusste er, dass das Dekret als solches genau diese Intention nicht hat. Nicht hatte, ja. Ja. Also insofern, es gibt, es ist vieles in dieser Ausgabe geändert, aber das meiste betrifft tatsächlich sogenannte Kleinigkeiten. Ja, das sind aber keine eigentlich. Es sind keine. Ja, die sehr schnell überlesen werden können. Die sehr schnell überlesen werden können. Aber das ist doch ein Beispiel, wo man sich wohl, also ein wichtiges Beispiel, an dem man sich vorstellen kann, was da also jetzt wirklich drinsteht und dass das wirklich eine vollständigere Sicht ist. Ja.
auf die Arbeit, die eben Marx ja über viele Jahre und auch immer wieder mit Ergänzungen und Veränderungen am Kapital geleistet hat. Ja. Mich hat immer so ein bisschen frustriert, wobei heute weiß ich auch warum, aber dass man bei Marx doch im Grunde genommen relativ wenig über den Aufbau des Sozialismus findet. Der stand ja auch gar nicht an, also wie gesagt, das sage ich mir heute. Aber es gilt ja doch immer so, also das ganze sozialistische Lager, einschließlich der Sowjetunion und der DDR, waren ja immer der Meinung, sie hätten ihre Ökonomie auf der Grundlage von Marx und Engels errichtet. Aber wenn man bei Marx gesucht hat, fand man da im Grunde genommen gar nicht so viel, außer dass ja die viel zitierte Kritik am Gotha-Programm, womit man auch immer getröstet wurde, da stand dann nämlich drin, im Sozialismus jeder nach seinen Fähigkeiten, also die Entlohnung, die Gratifikation für die Arbeit, und erst im Kommunismus jeder nach seinen Bedürfnissen. Mehr hat man da sozusagen eigentlich nicht gefunden oder wäre doch mehr drin gewesen oder ist mehr drin in Marx? Also ich muss sagen, es ist immer wieder an- und aufregend, Marx nachzulesen. Man findet immer wieder Sachen, die man vor 50 Jahren nicht gefunden hat. Ja. Man muss auch finden wollen, offensichtlich. Ja, ja, man muss finden wollen. Es steht nicht mehr drin zum Sozialismus, ganz gewiss nicht. Und ich würde auch nicht glauben, dass sich furchtbar vieles dazu finden lässt, weil es nun mal das Kapital ist und nicht das Sozial. Ja, also insofern. Aber es gibt natürlich immer wieder so Nebenbemerkungen, die sehr deutlich machen, dass er das alles im Hinterkopf hatte, aber natürlich nicht aufgeschrieben hat. Er hat Tritzis Kapital geschrieben. Mhm. Nicht? Er war auch klug genug zu wissen, dass eine Gesellschaftsordnung nicht am grünen Tisch zu entwerfen ist. Eben, ja. Nicht? Und insofern ist die Enttäuschung sicherlich bei denen berechtigt, die ihn sozusagen als Wunderheiler haben wollen, was aber nicht gewesen ist. Naja, das setzt sich in gewisser Weise fort. Also ich denke, viele, die berühmten, ja immer noch im Schwunge befindlichen Marx-Kurse, besuchen, denken immer noch, dass sie letztlich einem Wunderheiler begegnen. Aber das war er eben nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, ob das heute noch, also es ist sicherlich sehr unterschiedlich. Mhm. Ich meine, sicherlich gibt es immer noch Leute, die jedes Wort glauben. Und zwar also jetzt im religiösen Sinne. Nicht? Aber ich habe doch den Eindruck, wenn ich einiges heutzutage lese, es gibt durchaus junge Leute, die mit einem sehr wachen und frischen Blick auf Marx und sein Werk gucken und es weder verteufeln noch verhimmeln, sondern sehr realistisch gucken und auch vieles Neue entdecken. Ja, ich meine, ich bin seit faktisch 50 Jahren immer wieder mit dem Kapital zugange
Und ich lese aber auch bei anderen Sachen zum Kapital, die mir nie aufgefallen sind. Ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel gibt es eine wunderbare Dissertation von einem Japaner, Keino Saito, glaube ich, Natur gegen Kapital, zur Ökologie in der marxischen unvollendeten Kritik der politischen Ökonomie des Kapitalismus. Ja, der junge Mann, der seine Dissertation übrigens hier in Berlin an der Humboldt-Uni verteidigt hat. Auf Deutsch? Ja, ja. Das Buch ist auch auf Deutsch erschienen, ja, ja. Glaube im Akademieverlag. Und der analysiert also diese ganzen Dinge bei Marx von 1844 bis im Grunde 1868. Ja, ist ganz erstaunlich, was er alles rausfindet und wie er also tunlichst diese ganzen Debatten um den sogenannten humanistischen und den theoretizistischen Marx umschifft und eine Kontinuität in Brüchen aufzeigt. Ja, das ist für mich also ein wunderbares Beispiel für einen frischen, neuen Blick auf Marx. Ich will aber doch nochmal auf die, ja, ich kann nicht anders, als es doch eine Utopievorstellung von Marx selber bezeichnet. Da will ich nochmal drauf zurückkommen, die eben heute auch viele Linke noch begeistert. Das Absterben des Staates, das hat er doch auch tatsächlich geschrieben und irgendwie versprochen, aber das sehen wir ja nicht und gerade im Sozialismus konnte davon nicht die Rede sein, natürlich auch, weil sich diese Länder nach außen verteidigen mussten, aber auch nach innen gab es ja viel Unruhe, viel Unzufriedenheit. Also von Absterben des Staates konnte keine Rede sein. Aber das ist für viele heute auch noch ein attraktiver Gedanke. Ja, also ich muss sagen, ich halte ihn für höchst attraktiv. Lenin hat ihn für höchst attraktiv gehalten. Aber er, in Staat und Revolution. Aber hat ihn doch nicht abgeschafft, ne? Naja, ging gut. Ja gar nicht. Ja. Nein, es geht ja auch nicht darum, ihn abzuschaffen. Es geht ja, wie Sie richtig formuliert hatten eingangs, um das Absterben des Staates. Das scheint heute sehr weit weg zu sein. Geht unter kapitalistischen Bedingungen sicherlich auch nicht. Aber und auch nicht, wenn beide Systeme auf der Welt existieren, wahrscheinlich auch nicht. Ne? Nein, ja. Natürlich nicht. Ja. Die Problematik auf der Tagesordnung steht, ich nehme nur das Beispiel des Sozialstaats. Der wird ja immer hochgehalten, ja, hier in Europa. Mit der Folge, dass es keine soziale Union gibt in der Europäischen Union. Und solange aber weiter auf den Sozialstaat insistiert wird, wird sich die soziale Organisation innerhalb der Europäischen Union immer auf dem niedrigsten Niveau bewegen. Das heißt also nicht die relativ hochstehende Bundesrepublik Deutschland, sondern Rumänien. Also das verwundert mich jetzt aber doch ein bisschen. Das wäre ja trotzdem nicht die Auflösung des Staates.
Sozialstaates, sondern die Erweiterung des Sozialstaates auf sämtliche Staaten der Europäischen Union. Wir bewegen uns im Kapitalismus. Ja. Und im Kapitalismus ist der Staat absolut notwendig. Mhm. Wie das dann... Aber der Sozialstaat nicht. Es hat natürlich und gibt auch heute noch viele kapitalistische Länder, die keinen Sozialstaat haben. Sicherlich. Und hierzulande wird er seit 1990 fleißig abgebaut. Ja. Nicht? Nein. Wie das mit dem Abbau des Staates in sozialistisch-kommunistischen Zeiten sein wird, vermag ich natürlich so auch nicht zu sagen. Das, was ich im Kopf habe dabei, ist immer die Formulierung von Engels, dass die Verwaltung der Menschen abgeschafft wird durch die Verwaltung der Sachen. So, also eine Verwaltung der Sachen, die muss es nach wie vor geben, aber keine Verwaltung der Menschen. Und das halte ich allerdings für ein sehr erstrebenswertes Ziel. Ja, nach wie vor und nicht für eine Utopie, vorausgesetzt, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse sich in dieser Richtung verändern. Das wissen wir noch nicht. Das müssen wir sehen. Da sind wir bei der Anfangsfrage von der Revolution. Ja, bei Gramsci wird diese Formel vom Absterben des Staates ja praktisch ersetzt durch die Formel Assimilation des Staates durch die Zivilgesellschaft. Ja. Nicht? Also, dass die Bürger selber, also nicht mehr eine abgehobene Technokratie oder Verwaltung sozusagen bestimmt, wie es lang geht, sondern dass immer mehr gesellschaftliche Entscheidungen sozusagen von den Menschen selber kommen, was natürlich dann in die Rätetradition geht und basisdemokratische Organismen und so weiter. Nicht? Also wie gesagt, Assimilation des Staates durch die Zivilgesellschaft kann man sich, finde ich, ein bisschen vorstellen, wie dieser Prozess in Gang gesetzt werden könnte. Ja, und wenn ich mir überlege, was Assimilation gemeinhin, was damit gemeinhin gemeint ist, dann ist das gar nicht so weit weg von dem Absterben des Staates, nach meinem Dafürhalten. Ja, es heißt ein bisschen freundlicher, ja, aber wenn ich etwas assimiliert habe... Ja, ja, natürlich, dann ist dann der Staat jedenfalls im klassischen Sinne als Repressionsapparat nicht mehr da. Ne? Ja. Na gut, ja. Jetzt wollte ich Sie noch fragen, wie schätzen Sie eigentlich den Charakter von Russland und China ein? Das waren also früher Länder, die sich kommunistisch nannten oder auf dem Weg befindlich zum Kommunismus. Mittlerweile sind dort also Elemente des Kapitalismus sehr stark entwickelt. Sind das nun, wie viele Linke mittlerweile glauben, ganz normale kapitalistische Länder geworden oder gibt es da Unterschiede, zum Beispiel zu den USA oder zur Europäischen Union? Und wie ist die Perspektive von diesen Ländern, Ihrer Meinung nach? Also Russland, würde ich sagen, ist völlig eindeutig ein kapitalistisches Land, eine Großmacht mit entsprechenden Interessen. Da sehe ich also nicht von den Produktionsverhältnissen, von der Gesellschaftsordnung einen gravierenden Unterschied zum Kapitalismus. Dass das Gesellschaftsmodell sicherlich in der einen oder anderen Weise ein bisschen anders aussieht, ja, das gibt es im Kapitalismus auch. Da gab es die Apartheid in
Südafrika und da gab es den Sozialstaat in Schweden. Mhm. Nicht? Und dazwischen war dann auch noch das faschistische Deutschland. Das war alles Kapitalismus. Das ist die Spannbreite von Kapitalismus. Ja? Und da passt Russland nach meinem Dafürhalten hervorragend rein. Ja? Also insofern... Aber ist sozusagen quantitativ oder auch qualitativ wichtige Produktionsmittel doch noch unter Kontrolle des Staates? Ja, aber das ist doch nicht daran, das hindert doch nicht daran, dass es eine die Kontrolle eines kapitalistischen Staates ist. Mhm. Ich meine, Staatseigentum im Kapitalismus gibt's auch, nicht? Also, wurde aber immer weiter reduziert. Unterschiedlich. Hm. Also jetzt im Zusammenhang mit dem Neoliberalismus ist das natürlich weiter reduziert worden. Ob das sich so fortsetzen wird, das muss man sehen. In England sind die Bahnen privatisiert worden, dann sind sie wieder nationalisiert worden, weil es nicht funktioniert hat. Ja, also es gibt da immer ein Auf und Ab. Eine ganz andere Frage ist sicherlich China, von der wir alle, von diesem Land verstehen wir alle herzlich wenig und maßen uns ständig Urteile an. Ich kann nur sagen, ich kann da nur ein altes chinesisches Sprichwort zitieren, das da lautet: Wir sind in unserer vieltausendjährigen Geschichte des Öfteren von den Barbaren heimgesucht worden. Mhm. Aber es verging keine Generation und sie waren alle Chinesen. Mhm. Ja, und insofern werden die chinesischen Kapitalisten sicherlich nichts Besseres sein. Aber sie werden etwas anderes sein als die amerikanischen oder die deutschen Kapitalisten. Ja? Und die Wege und Umwege, also ich erinnere mich, das war 1986. Ich wurde zum Direktor des Instituts für Wirtschaftsgeschichte berufen, hatte natürlich eine Berufungsrede zu halten mit einem wissenschaftlichen Thema. Da ging es um Transition, also Übergänge von einer Produktionsweise zur nächsten. Ja. Und der Name Gorbatschow fiel bei mir nicht, aber ich habe auf den chinesischen Parteichef damals verwiesen. Der meinte, sie befänden sich in den Anfängen des Sozialismus und wenn alles so geht, dann könnten sie 2050 einen entwickelten Sozialismus haben. Mhm. So. Diese Zielstellung scheint nach wie vor vorhanden zu sein. Nach dem, was ich letztens gehört habe. Obwohl nun wirklich, also der damalige Parteichef fiel natürlich in Ungnade und weiß der Teufel alles. Ja, aber die Chinesen haben einen erstaunlich konsistenten Weg seit Deng Xiaoping hinter sich gebracht. Natürlich kann man mit Sorge darauf gucken, dass also der neue Parteichef sich jetzt wieder für lebenslang wählen lassen will. Ja, das geht nie gut. Nee. Das sehen wir selbst bei den lang gedienten Bundeskanzlern, die sind alle abgesägt worden irgendwann, ob das Adenauer war oder Kohl oder jetzt auch Frau Merkel, die übrigens alle in der vierten Legislaturperiode immer. alle guten Dinge sind drei, aber offenbar nicht sind sie alle nicht lernfähig. Ja. Ja.
Und insofern, um auf China zurückzukommen, ist besorgniserregend, muss man sehen, muss man sicherlich im Auge behalten, aber man soll sich nicht einbilden, dass man so wahnsinnig viel von diesem Land versteht. Ja, oder vielleicht gar irgendwelche klugen Ratschläge zu erteilen. Da kann ich nur daran erinnern, was im Osten 1990 ein geflügeltes Wort war. Ratschläge sind auch Schläge. Ja, da würde ich aber doch noch mal auf den Revolutionsbegriff zurückkommen. Also dann scheint sich ja China doch sozusagen in einer langen revolutionären Phase zu befinden. Also ich finde es immer nicht so günstig, die Revolution als so einen relativ kurzen, kathartischen Moment zu sehen, sondern also auch als eine Revolutionierung von Institutionen und Gesellschaften, die also sich über eine längere Periode hin bewegt. Und wenn Sie meinen, dass China also das Ziel des Sozialismus weiter verfolgt, dann wäre das eigentlich eine Form von sogar von permanenter Revolution. Also abgesehen von der politischen Geschichte werden Revolutionen immer sehr langfristig betrachtet. Ob das die industrielle Revolution ist von in England von 1760 bis 1830, ja, ob das heutzutage die globale Revolution ist, die ja, von der ja auch nicht seit gestern die Rede ist, schon seit längerem und die sicherlich auch noch einige Zeit weiterlaufen wird. Das heißt also, dieser momentane Revolutionsbegriff, ja, der das sozusagen auf den Sturm der Bastille reduziert oder den sogenannten Sturm aufs Winterpalais, der ja als solcher gar nicht stattgefunden hatte, sondern künstlerisch nachempfunden, ideologisch aufgeladen. Nicht? Also wenn man das nicht darauf, auf diese momentanen Ereignisse reduziert, dann ist Revolution immer ein sehr viel längerfristiger Prozess. Findet sich ja auch in solchen Begriffen wie der Kulturrevolution, der Wissenschaftsrevolution des 17. Jahrhunderts. Ja, das sind alles sehr Prozesse. Sind Prozesse und nicht Ereignisse momentanen Geschehens. Und insofern wundert es mich also nicht, ob man das dann Revolution nennt oder wie es bei Marx ja auch des Öfteren im ökonomisch-technischen Sinne formuliert ist, Umwälzung, Umgestaltung, wie es in der DDR des Öfteren benannt wurde, hinsichtlich der Landwirtschaft zum Beispiel. Ja, das ist eine ganz andere Frage. Und da würde ich also auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber dass Revolution etwas Langfristiges ist, das scheint mir allerdings ganz wesentlich zu sein, dass das zu betonen ist. Es ist auch zu betonen, weil Revolutionen einen langen Atem verlangen. Erstens und zweitens immer wieder auch mal eine kleine Erfolgsbilanz brauchen. Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Aber das halte ich für wichtig und ich denke, dass wir da sogar dem Revolutionsbegriff von Marx auch näher gekommen sind mit diesen letzten
Betrachtung darüber, dass das tatsächlich sehr lange Prozesse eigentlich sind, was natürlich für, ich denke jetzt eben auch an jüngeres Publikum, also Frustration auslösen kann, weil man möchte es ja gerne noch erleben, dass sich eine entscheidende Verbesserung in diese Richtung ergäbe, und da sind dann natürlich immer große Enttäuschungen angesagt. Das ist ein Problem. Ich komme aber jetzt nochmal, jetzt möchte ich Sie auch wirklich nochmal in Ihrer wirtschaftspolitischen und auch wirtschaftshistorischen Kompetenz ansprechen mit einem anderen Thema. Gerade durch den neuen Präsidenten der USA, also Donald Trump, sind wir meiner Meinung nach in eine neue Phase von Widersprüchen innerhalb des kapitalistischen Systems und des imperialistischen Systems sogar getreten, die eigentlich gar nicht mehr so erwartet worden ist. Also Trump trampelt einen Handelskrieg los. Was halten Sie davon? Sind die Aussichten da wirklich jetzt so schwierig oder werden die sich dann doch wieder einfangen, und wie weit wird das gehen, dass diese als sicher geglaubten globalisierten Handelsbeziehungen zwischen den westlichen Staaten, dass die jetzt plötzlich wieder in Frage gestellt werden? Was kommt da am Ende bei raus, ökonomisch und politisch? Also, ich glaube, es war Anfang der 80er Jahre, als der norwegische Friedensforscher Johan Galtung den Untergang des Sowjetimperiums für die Jahre 1989-91 voraussagte. Und derselbe Galtung meinte, nach dem Untergang, ja, den USA würde es wohl in der vor 2020 ähnlich gehen. Oh. Ja. Das heißt also, es ist nicht so ganz außer der Welt gewesen. Und ich würde auch nicht glauben, dass das nun... Ich meine, Mr. Trump hat das sehr schön auf die Spitze getrieben. Das sind die Rolle von Persönlichkeiten in der Geschichte. Das kann man wohl sagen. Wenn die Systeme hoch instabil sind, dann spielen Persönlichkeiten eine Rolle. Das war 32, 33 in Deutschland so mit Hindenburg, ja. Man stelle sich vor, der Herr Reichspräsident wäre am 27. Januar 1933 gestorben. Ja, Hitler wäre bestimmt nicht berufen worden. Da hätten die Deutschen was ganz anderes zu tun gehabt, nämlich ihren Reichspräsidenten zu wählen. Ja, dasselbe mit Gorbatschow, der eine sehr schwache Figur war. Und wahrscheinlich wird es mit Trump ähnlich. Der ja bereitet vieles vor, was den USA außerordentliche Probleme bereiten wird. Ich meine, es ist ja ganz offensichtlich, also seine Protektionspolitik. Ich habe jetzt gerade für die neueste Nummer von Luna Park einen Aufsatz geschrieben, wo ich feststelle, ja, Protektionismus, das ist eine Waffe von technologisch rückständigen Ländern. Ja, natürlich, wer auf Silicon Valley starrt, der weiß nichts von der amerikanischen Wirtschaft im Inneren. Ja, die verrottete Infrastruktur, die und alles, was jetzt Trump anleiert, stößt auf härtesten Widerstand
innerhalb des Landes. Ja. Ob das die Stahlindustrie ist, die sich beschwert, jetzt beschweren sich die Landwirte. Ja, der Trump tut alles unter dem Motto gut gemeint. Ja, und gut gemeint ist das Gegenteil von gut, wie wir wissen. Nicht? Also er wird auch seine eigene Klientel nicht zufriedenstellen können. Ne, garantiert nicht. Ja. Ich meine, das muss überhaupt nicht bedeuten, dass der nicht 2020 nochmal die Wahlen gewinnt. Ja? Das ist eine ganz andere Frage. Ja? Aber die USA sind in einer außerordentlich schwierigen Situation, nach meinem Dafürhalten, ökonomisch. Sie stehen... es gibt mehrere Blöcke heutzutage. Ja, das wird zwar, also seine Vorstellung America First, ja, die gibt es natürlich in Europa genauso, nicht mit der Festung Europa, die gibt es garantiert in China, das ist das Reich der Mitte und das ist es seit 4000 Jahren. Ja, die gibt es in gewisser Weise natürlich auch in Russland, ja, und diese Länder, wenn wir jetzt noch Japan dazu rechnen, die stehen in einem erbitterten Konkurrenzkampf, von dem niemand weiß, weder ökonomisch noch politisch, wie er ausgehen wird. Ja, es kann auch gefährlich werden. Ja, natürlich kann es gefährlich werden. Ich meine, alle Welt regt sich auf über die drei Atombomben von Kim Il-sung. Nein, nicht Kim Il-sung, das ist ja der Enkel. aber ist ja egal. Kim Jong-un heißt er. Ja, Kim Jong-un. Und keiner denkt an die 10.000 Atombomben in Russland. Ja. Ja? Sondern wie Mr. Obama, also der Vorgänger von Trump, meinte, das sei ja keine, es sei ja nur noch eine Regionalmacht. Ja, ich danke. Ja, es wird auch nicht an die Atombomben erinnert, die hier in Deutschland noch sind. Ich habe gerade heute gehört, vermutlich sind welche da. Nein, der Deutschlandfunk. Ja, ja. der Staatssender. Ja. Ja. Aber das sind noch nicht mal unsere, also wir haben nicht mal Entscheidungshoheit über die. Ja. Nein, das sind... Trump kann die abschießen, ohne uns zu fragen letztlich. Ja. Wird er wahrscheinlich nicht machen, aber kein Mensch würde widersprechen können. Ja, nein, also ich meine, insofern die Situation... Ich meine, man muss ja dabei auch noch den Nahen Osten mit einkalkulieren, nicht? Wo sich ja diese Mächte alle gegenüberstehen, Russland und die USA und dann zu die Animositäten zwischen Iran und Israel und so weiter. Also das sind alles brandgefährliche Situationen und Lagen, wo kein Mensch voraussagen kann, was in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren passieren wird. Nicht? Wo wir im Grunde weiß wir dran glauben, an den lieben Herrgott beten. Ja, als letztes möchte ich nochmal auf das ökologische Problem kommen. Also schon Marx hat ja von der Vernutzung der Natur gesprochen und dass das eine gefährliche Angelegenheit sein kann. Ich finde, dass wir natürlich mit den ganzen ungelösten Problemen und denen sich im Grunde genommen immer multiplizierenden Widersprüchen, in denen wir also scheinbar einer solidarischen Welt nicht näher kommen, dass wir da auch nicht ewig Zeit haben, weil eben schon die Klimakatastrophe offensichtlich ist und ökologische Zusammenbrüche auch schon stattfinden, wahrscheinlich noch intensiver spürbar werden.
Also es besteht doch die Gefahr, dass in dem jetzigen kapitalistischen Weltsystem die Erde vernutzt wird und wir eben gar nicht genug Zeit haben, um politisch das noch abzuwenden. Denn das wäre natürlich nur durch eine andere Nutzung der Naturressourcen und andere Verteilung unter den Menschen der Produkte möglich. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Aus dem einfachen Grunde, ich würde es überhaupt nicht ausschließen, dass der Kapitalismus dazu in der Lage ist, eine vernünftige Reproduktion der Natur zu gewährleisten. Ich halte es nicht für wünschenswert, das ist eine ganz andere Frage. Aber bedenken Sie bitte, die Arbeitszeitverkürzung, die beginnt nicht auf der Grundlage des Widerstandes der deutschen Arbeiter von 1878. Ja, die beginnt in England 1833. Infolge staatlicher Verordnung, gegen die Unternehmer durchgesetzt, zum Schutze der Arbeiter. Weil, und das ist also wunderbar nachzulesen, die Überdehnung des Arbeitstages zu einer physischen Verkrüppelung der Arbeiter führte, die das System gefährdende Ausmaße annahm. Übrigens eine der wenigen Stellen im Kapital, wo Marx schreibt, dass die Gesellschaft regulierend eingegriffen hat. Ja. So, Rosa Luxemburg hat diese Arbeitszeitregelung mit den Jagdgesetzen verglichen für das Edelwild, die erlassen werden, damit es sich in Ruhe reproduzieren kann. Warum sollte das Kapital nicht in der Lage sein, derartige Jagdgesetze für die Natur zu erlassen, um der Natur eine gewisse Regenerationszeit zu gewähren, damit sie dann noch besser ausgebeutet werden kann? Ich halte es nicht für eine erstrebenswerte Perspektive. Nochmal. Ja, weil das wahrscheinlich auch auf soziale Kosten von bestimmten Schichten ginge, ne? Ja, sicherlich. Alle diese Dinge kosten. Aber mit Verlaub, den Arbeitern ging es 100 Jahre nach 1833 oder sagen wir besser 150 Jahre nach 1833 auch in Deutschland besser als vorher. Ja, also insofern muss man das sehr genau abwägen und kalkulieren. Und man sollte immer im Kopf haben, nach meinem Dafürhalten, die Linken haben ständig behauptet, das können die Kapitalisten nicht, jenes können sie nicht und so weiter. Die Einzigen, die es nicht gekonnt haben, waren die Linken. Ja. Nicht? Also insofern, das soll nicht mein Schlusssatz sein, aber wir sollten also sehr vorsichtig sein mit den Negativprognosen. Mhm. Ja? Sowohl bezüglich der revolutionären Bewegung, die ja von vielen völlig abgeschrieben wird und gemeint wird, es gibt es gar nicht mehr, als auch hinsichtlich der Lernfähigkeit von Kapitalisten, die eben durchaus, dieses System hat sich leider als außerordentlich adaptationsfähig erwiesen. Ja, um ein letztes Beispiel zu geben, der Kampf für den 8-Stunden-Tag, für die 35-Stunden-Woche und so weiter. Das wurde von den Unternehmern auf das Schärfste bekämpft. Und als es durchgesetzt worden war,
auch mit Hilfe des bürgerlichen Staates, war es ein hervorragendes Mittel für die Unternehmer, die Rationalisierung durchzusetzen mit ganz anderen Profitaussichten als zuvor. Ja, das heißt also, auch bei diesen Bewegungen ist nicht vorauszusehen, wohin sie führen. Ja, es ist ganz wichtig, dass sie geführt werden, diese Bewegungen, dass etwas in Bewegung gesetzt wird. Ja, und was dabei letztlich herauskommt, das werden wir sehen. Wie Marx sagte, qui vivra, verra. Wer es erlebt, wird es sehen. Ja, und wer es nicht erlebt, muss sich auch zufrieden geben mit den Entwicklungen, die sich eben in unserer Lebenszeit vollzogen haben. Ja, das ist auch gar nicht so wenig letztlich. Ja. Erstens und zweitens, da würde ich doch ganz gerne meinen Vater zitieren, der also, als er schon über die 90 war, das heißt also nach 89, immer gesagt hat, ja sicherlich, den Sozialismus wird er nicht mehr erleben, aber die Vorfreude darauf, die lässt er sich nicht nehmen. Ja, vielen Dank, Thomas Kuschinski, für dieses Gespräch. Danke.